Ja, servus Leute. Ich habe jetzt hier auch gerade gleich weitergespielt. Wir sind bei Hello Neighbor. Wir sind im letzten Part. Der Junge ist hier schon ganz schockiert, rennt weg. Und hier draußen sieht man, da ist der Schatten. Ja, hier mit seinen Taschenlampenaugen. Und jetzt müssen wir uns eigentlich auch schon ein bisschen beeilen, denn wir müssen uns hier schützend vor den kleinen Jungen stellen. Und das Interessante ist, man wird immer größer. Ja, man wächst, der Spielcharakter wächst und immer kommt man hier auch nicht mehr durch irgendwelche Türen und so weiter durch irgendwelche Durchgänge. Der Junge schon, ja, das heißt, man muss sich dann an einen anderen Weg, und da ist er, der Schatten. Ich finde den auch extrem cool gemacht, coole Idee. So, der Junge kommt hier schon wieder angerannt. Man muss auch aufpassen, wo man stehen bleibt, ja, weil ansonsten passiert es nämlich, dass man hier auch ganz schnell irgendwo in den Abgrund gerissen wird. So, wir gehen hier hoch, wir gehen hier hoch. Na komm, was denn jetzt? So, der Junge kommt nämlich jetzt hier gerade schon wieder angerannt. Und hier müssen wir uns wieder schützend vor ihn stellen. Hier fällt man auch ganz gerne runter. Hier ist nämlich genau die Stelle, bin ich schon so oft runtergefallen. So, und jetzt wird es nämlich langsam eng. Wir werden immer größer. Müssen jetzt hier schon duckend, bleiben überall auch hängen irgendwie. Also es wird wirklich, ist gerade ein bisschen anstrengend. Und ich glaube, wir müssen uns hier hinstellen. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Da kommt der Junge, genau, da kommt er. Wo geht er hin, wo geht er hin? Na. So. Wir haben ihn wieder abermals geschützt. Und ihr seht, wir sind viel größer noch geworden. Gehen jetzt hier hoch. Boah, und die Steuerung ist aber auch hier an der Stelle wirklich so ein bisschen anstrengend, weil man halt eigentlich anscheinend zu groß ist für das Level. So, und hier müssen wir uns gleich ein bisschen beeilen. Jetzt kommt der Junge hier gleich. Und dann haben wir es auch gleich schon geschafft. Wir stellen uns hier wieder davor. Und haben es geschafft. Wir haben den Jungen gerettet. Oder uns selber, mehr oder weniger. Ne? Bis jetzt waren wir ja quasi der Nachbarsjunge. Ja. Und wir haben den Schatten überwunden. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder der kleine, große Junge. Keine Ahnung. Hier drüben haben wir noch das Haus nochmal. Oder einen Raum. Wenn ich mich recht erinnere, war da auch der Nachbar drinnen. Genau. Da steht er. Hat sich selber eingesperrt im Haus. Hat uns irgendwie auch wahrscheinlich, vielleicht, weiß ich nicht, sind wir vielleicht der Junge? Sind wir der Sohn? Sind wir gar nicht der Nachbar? Kann das sein? Nee, eigentlich nicht, ne? Der sah schon anders aus auf dem Bild. Aber er hat ja gerade so ein bisschen so, oh, hier, ich will zu dir raus. Und hier auf der anderen Seite ist der Schatten, den wir eigentlich schon besiegt hatten. Aber hier drinnen ist er nochmal und er will zum Nachbarn. Exit. Hier kommt man auch, glaube ich, hier kann man auch nicht wirklich was machen. Ne? Also hier, man hat weder irgendwas, wo man draufklettern könnte. Auch mit dem Doppelsprung geht da eher nichts. Ja. Also falls ihr wisst, wie man hier reinkommt oder ob man hier noch was machen kann, wie immer, schreibt es in die Kommentare, aber ich glaube nicht. Ja, insofern, wir sind erstmal so weit durch Hello Neighbor. Wir haben das Ende geschafft. Ja, zumindest wir haben es irgendwie geschafft, den Nachbar geht es auf jeden Fall nicht gut. Ja, der hat anscheinend wirklich die komplette Familie verloren. Wie gesagt, anscheinend die Frau ja Unfall, die Kinder weggelaufen. Oder man hat sie ihm weggenommen. Ja gut, aber dann würde er nicht Missing-Schilder aufhängen oder Plakate. Und hier ist quasi der Exit des gesamten Spiels. Ja, solche Türen, ich liebe sowas. Ja, solche Türen, die quasi, wo auf der anderen Seite nichts ist, aber man kann irgendwie durchgehen. Und ja, insofern haben wir erstmal Hello Neighbor abgeschlossen. Ich habe ja schon gesagt, ich hoffe, die patchen da noch ein paar Sachen nach, dass man vielleicht doch noch Dinge erkunden kann oder vielleicht noch ein paar Levels dazu. Auch gerne ein Hello Neighbor 2 demnächst schon. Fände ich sehr, sehr cool. Aber nachdem das jetzt erst im Dezember rauskam, wird das noch ein bisschen dauern, befürchte ich. Ja, wir sind quasi wieder aufgewacht. Ja, ihr seht einfach wieder ein Pizza-Auto. Ja.
Das Haus vom Nachbarn ist immer noch kaputt. Ja, das heißt, zumindest das letzte Level war ein Traum. Ja, war ja auch sehr surreal, sag ich jetzt mal. Ja. Irgendwie der Nachbar riesengroß. Ja, er hat auch schon neue Freunde anscheinend gefunden. Er winkt da anderen Nachbarn zu. Und ja, das ist jetzt auch wirklich das Ende. Er lädt hier seine Sachen aus. Das heißt, er zieht ein wieder in seinem alten Haus. Und jetzt müsste auch, glaube ich, gleich der Abspann kommen. Ja, insofern, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, euch das zu besorgen. War, glaube ich, auch nicht so teuer. Müsst ihr mal gucken. Irgendwie, weiß nicht, 20 Euro oder was. Also, macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Selbst wenn man weiß jetzt, wenn ihr alles geguckt habt, wisst ihr ja, wie man jetzt durchkommt. Aber das nachzuspielen macht trotzdem viel Spaß. Erlebe ich auch immer wieder. Ja, ich kenne von meiner Kindheit noch Spiele wie Maniac Mansion, an dem ich verzweifelt bin damals als Kind. Ja, ich irgendwie, man wusste nicht. Und heute gibt es halt auch Let's Plays, ja, wo die das irgendwie in einer Stunde oder was durchspielen und man hat da irgendwie Tage davor verbracht. Ich glaube, man konnte da auch, weiß nicht, konnte man da speichern? Ich glaube nicht. Ne? Und wenn man das dann jetzt heute sieht und an der Stelle geht so und so weiter, dann macht es trotzdem wieder Spaß, das auch nochmal durchzuspielen. Insofern, ja, ihr könnt euch vorstellen, für die Aufnahme musste ich das Spiel jetzt auch doch diverse Male spielen. Erstens, dass die ein oder andere Passage auch einigermaßen reibungslos klappt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch erstmal ein paar Rätsel entdecken. Aber wirklich bis zu dieser Minute, muss ich sagen, hat mir das Spiel wirklich viel Spaß gemacht. Insofern, ja, holt's euch, kann ich euch nur empfehlen. Und mal schauen, ob es noch weitere Videos gibt. Erstmal denke ich nicht, außer euch fällt noch irgendwas ein, was ich vergessen habe, was ich noch zeigen könnte. Oder mir fällt irgendwas ein, oder die patchen irgendwas, oder keine Ahnung. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es hier nochmal weitergeht. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Und macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder auf dem Wolpertinger LP-Kanal. Ja, bei irgendeinem anderen Spiel. Also, macht's gut. Bis dann. Und Servus.